Wie geht es Miriam? Miriam? Was ist? Warum gucken Sie mich so an? Ach, Sie wissen noch nicht. Ja, Miriam kommt wohl nicht mehr. Miriam ist letzten Sonntag gestorben. Kommt also nicht mehr. Geht auf meine Kosten, Lady. Wegen Miriam? Zum Abschied. Ich mach den Laden dicht. Hau ab. Sollen dann die Kaffer das Geschäft machen? Also dann auf Miriam und die Kaffer. Was machen Sie um diese Zeit in meinem Zimmer? Ich wollte nur nachsehen, ob das Mädchen das Zimmer ordentlich gemacht hat. So spät am Tage? Haben Sie etwas dagegen? Hallo, wie geht's? Wie Sie sehen, besitze ich diesmal einen Permit. Ich darf mich hier aufhalten. Danke, Lady. Ich möchte nicht stören. Sie arbeiten gerade an Ihrer Geschichte. Kommen Sie gut voran? Ja, ich glaube schon. Tut mir leid, die Sache von neulich. Jetzt haben Sie ein neues Kapitel für Ihren Roman. So spielt das Leben. Ich weiß, es ist Miriam van Winkel. Wissen Sie, ich musste an eine Geschichte denken, die mich immer fasziniert hat. Sie heißt die Brücke von San Luis Rey. Kennen Sie die Geschichte? Gut, ich werde Ihnen kurz sagen, was es da geht. Da gab es einmal im 18. Jahrhundert eine Brücke in Peru, eine Hängebrücke, wie die Indios sie bauen. Und eines Tages brach diese Brücke und riss 5 Menschen mit sich in die Tiefe. Es waren Pilger auf einer Wallfahrt. Über dieses Unglück hat sich dann ein Mönch, ein Kapuzinerpater, Gedanken gemacht. Er ging den Lebensschicksalen dieser 5 Menschen nach
und versuchte herauszufinden, ob sie fällig gewesen waren, wenn ich diesmal so sagen darf. Und der Mönch kam zu dem Schluss, alle fünf, und es waren auch jüngere Leute dabei, hatten ihr Leben in gewissem Sinne erfüllt. Sie waren nach der frommen Meinung des Paters schlicht abberufen worden. Ja, ich habe diese Geschichte schon kapiert. Aber ich weiß nicht, worauf Sie damit hinaus wollen. Nun, nehmen wir einmal an, Miriam van Winkel wäre unter den Pilgern gewesen. Wäre die Brücke dann auch gerissen? Nun, wenn ich jetzt dieser Kapuzinerpater wäre, müsste ich sagen, ja, oder wenigstens vielleicht. Und weiter, wenn nun auch Duplessis unter den Pilgern gewesen wäre, was denn? Bitte antworten Sie mir ehrlich, Hendrik. Es ist ja leider schon geschehen, wir können es nicht ändern. Ich glaube, auch dann wäre die Brücke gerissen. Ist das Ihr Ernst? Onkel Hendrik glaubt nicht, dass Papa tot ist. Aber Onkel Hendrik sagt, wir dürfen darüber mit niemandem reden. Ich glaube schon, dass ich das ernst meine. Ich hatte immer gehofft, die Nachricht von seinem Tod könnte ein Irrtum sein. Vielleicht sogar ein makabrer Scherz. Und wenn schon, dann wäre es doch nur eine Frage der Zeit, wann die Brücke reißt. Manche Menschen wollen es nicht anders. Duplessis war maßlos ehrgeizig. Er wollte nicht sehen, dass er sich selbst in Gefahr brachte. Ich habe ihn gewarnt. Wie meinen Sie das? Ich habe ihn gewarnt. Es verunglückt doch niemand mit einem Boot, weil er ein ehrgeiziger Erfinder ist. Ach, ich habe schon wieder zu viel geredet. Kommen Sie, wir müssen zurück, bevor der Sandsturm losbricht. Es würde mich nur interessieren, wer diesen Nachruf in die Zeitung gesetzt hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er Freunde in Kapstadt. Oder Feinde. Neulich versuchte ich, mit der Zeitung zu telefonieren, aber dieser Mr. Streidum war verreist. Hendrik, ich muss Sie noch etwas fragen. Halten Sie es für möglich, dass ich in Lüderitz Feinde habe?